1. Zwei. Drei! Oh, okay. Das war nicht das Richtige. Okay, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Ich sehe kein verdammtes anderes Buch hier gerade. Doch, hier ist eins. Okay, und das will er nicht nehmen. Das hatte ich doch reingesch... Oh nein, das... Oh. Eins. Hat ein Verhältnis mit dem Regal. Zwei. Okay. Keine Panik. Das heißt... Das heißt, es eigentlich müsste... Hör auf! Eigentlich müsste ja... Ja... Es ist so nervig. Eins. Ich habe gesagt eins. Okay. Du bist es nicht und du bist es nicht. Dann bist du es wahrscheinlich. Nein? Welches verdammte Scheißbuch übersehe ich denn hier? Entschuldigung, aber das macht mich doch ein bisschen aggressiv gerade. Oh, mir geht es irgendwie gar nicht gut gerade, ne? Gar nicht gut. Ach, nerv. So, tut mir leid. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ich bin jetzt beim Stream und eventuell werde ich danach auch wieder weiter aufnehmen. Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön, dass ihr euch auch meine Fails anguckt. Was heißt Dankeschön? Entschuldigung, dass ihr euch meine Fails anguckt. Entschuldigung, aber ich verstehe gerade nicht, was ich falsch mache. Eigentlich habe ich ein Buch übersehen, sicherlich. Man muss das jetzt in der richtigen Reihenfolge. Das ist echt schwer, wenn es so dunkel ist und ich kaum was sehe. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ich habe noch eine halbe Stunde Zeit und kann noch eine halbe Stunde aufnehmen bis zum Stream. Ich weiß gar nicht, wie ich das schneide. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich einen Stream habe gleich. Wir haben Halloween immer noch. Wir haben Halloween. Ich habe kein Halloween-Special für euch. Mein Halloween-Special ist gerade eigentlich nur für mich selber, weil ich ja gerade aufnehme und das noch nicht hochladen kann. Zeitlich etwas mies gewesen dieses Jahr. Aber im nächsten Jahr gibt es ein Halloween-Special. Boah, ich sag euch, es wird so krass werden einfach, dass ich mir dann selber in die Hose machen werde. Allein nur, wenn ich an die Idee denke. Ich habe noch keine, aber irgendwann wird es sicherlich passieren. Ich habe sogar im Internet nachgeguckt, hätte ich gar nicht machen müssen, weil wir müssen halt die Bücher reindrücken und, ja. In einer bestimmten Reihenfolge, aber, bei dem Typen war es irgendwie heller als bei mir. Also der hier war richtig. Ein falsches Buch. Hallo. Und dann? Theoretisch, das ist aber, glaube ich, random. So, das war jetzt zum Beispiel schon wieder falsch. Deswegen mache ich jetzt nochmal... Ich warte nochmal ganz kurz. Weil ich möchte einfach nicht schon wieder sterben. Ich habe nämlich gerade erst das Spiel angefangen. Sowas regt mich dann doch immer ein bisschen auf. Ich habe dich gesehen. Das war wieder falsch. Oh. Ich merke mir einfach, dass das jetzt gerade falsch war. Okay. Nicht das dritte Buch. Überspringe es und nimm das aus dem vierten Gang oder so. Aber nicht das dritte Buch. Ja, nicht das dritte Buch. Es kann nicht so schwer sein. Vor allem, wieso war das bei den Typen? Bei mir ist es so dunkel. Wieso war das bei den Typen dann so hell? Echt, ey. Guckst du einmal in einem anderen Let's Play rein? Ich geb's ja immer zu, ne? Aber in anderen Let's Play reingucken, das mache ich wirklich selten. Aber so komplett lösungsmäßig habe ich da jetzt nicht wirklich was gefunden auf die Schnelle.
Nur, ich denke mir halt immer, gerade bei den Let's Play, bei einem Horror-Let's Play, wenn ich jetzt hier echt stundenlang, nein, stundenlang natürlich nicht, aber wenn ich jetzt hier echt eine ganze Folge lang nur irgendwelche Bücher reinschiebe, das hört sich irgendwie falsch an, dann ist es ja für euch auch nicht wirklich spannend. Und man merkt ja, dass ich, ja, mich nicht gespoilert hatte. Das habe ich ja, wie gesagt, gesagt. Geh rein! Hetz mich doch nicht so! Lass mir doch mal ein bisschen Zeit, verdammt nochmal. So, wo haben wir denn hier noch ein Buch? Ach, Lecky! Jo, mein Arsch, jo, echt? Was soll das? Jetzt der Speicherpunkt, das nervt mich. Ich bin gerade so... Es kann doch nicht sein, dass ich hier jetzt gerade was falsch mache. Es kann, ja doch. Doch, kann eigentlich schon sein, aber, ja. Was mache ich denn gerade falsch? Verstehe das nicht. Was war ich denn falsch? Was war ich falsch? Ich will es doch nur verstehen. Ich will es doch nur verstehen. Könnt ihr mir das nicht in die Vergangenheit irgendwie... Es hat bei Final Drive wunderbar geklappt, dass ihr mich in der Vergangenheit, in der Zukunft trösten könnt, dass es so in der Vergangenheit irgendwie ankam. Ja, ja, das ist auf jeden Fall total wahr. Das hat geklappt. Und könnt ihr mir jetzt hier vielleicht einen Hinweis geben? Okay, warte, warte, warte. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Mit dir und mit dir und mit dir. Ich soll also das zuerst drücken. Okay, machen wir. Ich drücke mal zuerst dieses Buch hier rein. So. Jetzt kommt da der Typ. Ich soll rückwärts gehen. Okay, ich gehe mal rückwärts. Ja. So, dann soll ich das reindrücken, okay? Machen wir, machen wir. Ich habe gesagt, machen wir. Gut, das konnte ich reindrücken. Also, das soll ich nicht reindrücken. Ah! Warte, kurz, ganz kurz. Beruhig dich, beruhig dich. Mir kann nichts passieren, wenn ich nichts mache. Also ich soll das hier nicht benutzen. F-U-C-K-U. Wieso muss ich gerade an Daylight denken? Ja! Ah! Scheiße, das ist doof. Okay, da ist ein Buch. Okay. Okay, komm, 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 das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Das schaffen wir! Ich hoffe, ich übersteuere nicht. Es nervt mich so. Sowas nervt mich einfach. Das nervt mich so extrem. Ich hasse das so sehr. Ich habe eine weiße Strickjacke hier liegen und ich werde sie benutzen. So. Oh, ach, verdammt, ich habe übersteuert, glaube ich. Okay, aber ich weiß jetzt, was ich tun muss. So ungefähr irgendwie. Das macht mich echt wütend. Heute habe ich meinen MP3-Player von früher wieder gefunden, ne? Weil mein Handy-Akku irgendwie fratz ist und ich unterwegs keine Musik hören kann. Und da habe ich gesehen, dass er pink ist. Ich hasse pink. Ich mag rosa und altrosa. Aber ich hasse pink. Das habe ich so sauer gemacht. Und jetzt bin ich total aggressiv, deswegen. So. Was willst du? Wo bist du? Ein Buch aus. Oh, scheiße, warte mal, das war falsch. Und so, meine Lieben, macht man das. War am Ende ja dann doch ganz einfach. Oh.
Wieso habe ich mir jetzt damit so schwer getan? Ich weiß es einfach nicht. Aber ich weiß, es ist so ein Teil auf jeden Fall in diese Runde. Oh, ich habe so Angst. Oh, was ist das denn? Ein weißer Orb. Rein da. Nee, geht nicht. Nicht mal was machen. Oh, das ist ja lieb. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie die Verbindung jetzt ist. Oh, das Teil an sich sieht jetzt aber auch nicht so... Oh, okay. Okay. Da fehlt ja noch ein bisschen was. Aber ist ja auch noch ein bisschen... Ja, aber wo habe ich denn jetzt... Okay, ich gehe nach oben. Ich brauche ja... Ich habe ein weiteres Raummodell mit weißen und gläsernen Wänden gefunden. Unglaublich, es flog von alleine auf den Tisch und setzte sich auf seine Oberfläche fest. Ich fürchte, was auch immer mich dorthin führt, aber ich bin verzweifelt und habe keine andere Wahl. Ich könnte ja eigentlich durch die Tür wieder nach draußen spazieren, aber mache es nicht, weil ich verzweifelt bin. Ich muss irgendwie in diesen weißen Raum gelangen. Ich kann die anderen Modelle auf dem Tisch benutzen, um einen Pfad zu schaffen, aber sie scheinen nur in einer bestimmten Reihenfolge zu... Achso, ja, darauf wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Bin eigentlich der Meinung, dass hier gar noch ganz viel fehlt, aber okay. Na dann. Okay. Ja, aber wenn doch hier alles damit verbunden ist, dann... Tja. Ja, ich mach gerade Quatsch, ich weiß es doch. Hier sind viele Türen, warte mal. So, dann hätte ich ja hier wieder eine Tür. Ja komm, du müsstest doch eigentlich... Ihr könnt euch alle nur damit verbinden, oder was? Hm. Ich brauche ein bisschen. Ich brauche ein bisschen. Ich hab's gleich. Das ist doch regulär jetzt gar nicht so... Regulär habe ich mit sowas überhaupt gar keine Probleme. Ich bin jetzt gerade nur verwirrt. Ah, okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Alles klar. Nee, eigentlich nicht. Du willst also damit verbunden werden. Das ist in Ordnung. Okay. Warte mal. Oh, Mist. Wie mies. Ich meine, das ist ja schön, aber dann komme ich doch gar nicht nach oben. Jetzt bin ich aber... Nur noch ein paar Stunden handeln.
Keller ist ja eh unsinnig, was das angeht. Was ist mit dem hier, wenn ich das... Ich kann das so gar nicht nehmen, das ist echt mies. Du bleibst so. Was? Was war das denn jetzt? Ah, Moment, stopp. Okay. Okay. Geht das? Das hat sie nicht so richtig angehört. Das fand ich jetzt... Heißt, ja, was heißt das jetzt? Hier oben also, aber hier ist doch gar kein Raum. Was habe ich denn hier schon wieder für einen Quatsch gemacht? Damit kann ich auch nichts machen. Okay, einen habe ich ja noch. Ich hab's gleich. Es kann sich nur um Stunden handeln. Du kannst... Ich kann nichts mehr machen? Wie? Nein! Wie, ich kann nichts mehr machen? Ich meine, wir haben hier eine Tür. Da ist die Treppe und da ist eine Tür. Moment mal, da war doch was. Okay, ich hoffe mal, das ist richtig, weil hier war ja auch... Ja. Oh Gott. Ja, was habe ich denn da schon wieder hier für Zeug gebaut? Er speichert. Ich gehe dann mal nach oben. Wieso ist er denn immer noch da? Sag mal. Scheiße. Da müssen wir schon durchlassen, den Blödmann. So. Oh Gott. Oh Gott. Verdammt. Okay, runter, runter, runter. Und nach unten kommt er wahrscheinlich nicht, oder? Ich hoffe mal, so ist es. Gut, dann halt so. Gehen wir mal hierher. Oh, das hatte ich ja, das hatte ich aber nicht gesehen. Oh, jetzt folgt mir dieses Teil. Leider, ich habe nicht gelogen. Blutverschmiedes Buch. Die Porträts von Jacqueline Craven haben alle eine andere Inschrift, aber nur eine Inschrift sagt die Wahrheit. Die Jacqueline, die Lila trägt, sagt die Wahrheit. Nein! Komm, ich habe gestern so viel Professor Layton gespielt. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf. Der Globus gehört in die Fassung oben links. Sagt sie. Die Jacqueline, die grün trägt, ist ein Lügner. Das ist die grüne. Der Globus gehört in die Fassung oben rechts. Der Globus gehört in die dritte Fassung von links. Ist ehrlich. Das ist sehr schön. Die dritte Fassung von links? Ach, heje. Okay. Das ist natürlich sehr toll, wenn man dann das Geräusch die ganze Zeit im Hintergrund noch hört. Also. Die, die Lila trägt, sagt die Wahrheit, ne? Moment. Moment, da war ja noch was. Die, die grün trägt, lügt. Das heißt, wenn sie lügt... Und sie sagt die Wahrheit, dann kann, weiß ich nicht, sagen die beiden irgendwie Quatsch. Der Globus gehört, das ist die mit dem Roten. Ach, grün. Das heißt, der Globus gehört in die dritte Fassung von links, ich weiß es nicht. Ich mach's jetzt einfach mal. 2, 3. So. Hey.
Oh Gott, das ist ja furchtbar. Also ich kann doch jetzt nicht... Könntest du eventuell... Du würdest mir wirklich sehr helfen. Runder Rahmen, ja. Und ich möchte gerne diesen Globus da reinpacken. Würdest du bitte... Also dieses Spiel ist nicht so... Mag mich nicht, ne? Hallo! Ist das aber noch eine dritte? Ja. Liebes Spiel, das Rätsel war jetzt, wenn ich es überhaupt gelöst habe, ganz cool. War auch cool, wenn ich es nicht gelöst habe, aber es wäre echt noch viel geiler, wenn das, was ich hier tun soll, auch funktionieren würde. Vor allem, ich kann eine rechte Maustaste, linke Maustaste, E. Weiß ich, soll ich es jetzt einfach in irgendein... Nerv. Okay, warte, warte. Ich hab den Ball. Huch. Das war irgendwo nicht richtig. Oder? Ihr werdet denn hier gelogen, verdammt nochmal. Wisst ihr was? Das ist mir jetzt völlig egal. Ich nehme einfach... alle. Oh, ja. Ja, da hängt jemand und ich wusste natürlich, dass es der... Der ganz... Liar.